Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Skyrim. In Einsamkeit befinden wir uns und wir haben einen Befehl entgegengenommen von General Tullius. Wir sollen nämlich Winterfeste zurückerobern. Winterfeste zurückerobern, hier steht's. Hier steht's. Ja, Pale haben wir schon zurückerobert, jetzt kommt Winterfeste an die Reihe. Und da würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal direkt dahin. Ich würde auch wieder schnell reisen. Hier... Kaiserliches Militärlager Windhelm? Winterfeste? Windhelm? Was? Was jetzt? Was? Ja gut, dann gehen wir halt zum Kaiserlichen Militärlager in Windhelm. Wobei Windhelm ist auch Quatsch, ne? Guck dir das mal an, Windhelm ist hier. Warum heißt das denn Windhelm? Das ist so wie Frankfurt-Hahn. Naja. So, und es ist natürlich Abend geworden. Ich bin doch wachsam. Und hier ist wieder meine gute alte Freundin Legate Ricke. Hab. Für mich? Der General und ich sind nicht immer einer Meinung, aber er ist die größte Hoffnung für das Kaiserreich und für Himmelsrand. Jo, also ich melde mich zum Dienst. Euer Ziel ist Festung Karstaff. Die Rebellen halten dort einige unserer Leute gefangen. Ich habe vor, dies zu unserem Vorteil zu nutzen. Ich habe Kundschafter vorgeschickt. Trefft euch mit ihnen. Findet einen Weg hinein, befreit unsere Leute und übernehmt die Festung. Die werden nicht mit einem Angriff von innen rechnen. Könnte ein Schleichauftrag sein, ne? Das wird nicht einfach, aber deswegen schicke ich ja euch. Ja, danke. Denkt ihr, ihr schafft das? Na klar. Ich weiß nicht, ich muss darüber nachdenken. Nichts, womit ich nicht zurechtkomme. Viel Glück da draußen. Festung Karstaff. Achso, das ist wieder jetzt wieder eine andere. Ne? Ja, ja, ja. Das ist echt komisch gemacht. Festung Karstaff ist hier oben. Okay, und da sollte ich mich mit den Leuten treffen. Da kann ich nirgendwo hinreisen. Und hier in die verlorene Höhle könnte ich hinreisen. Da mache ich das doch mal. Oh, hi. Oh, paralysiert. Nice. Apropos Trollfett. Wie viel? Ja, okay. Alles gut. Genug Tragelast. Genug. Also genug freie Tragelast. So. So, war das jetzt hier hoch? Ja, das könnte eine Abkürzung sein. Da haben wir auch noch einige Sachen nicht entdeckt. Da oben ist noch ein Drachending. Und hier ist auch noch irgendwas. Eine alte Ruine. Jorgrim. Aussichtspunkt. Stahlbahnen liegen hier rum. Das ist wahrscheinlich die Festung da vorne. Aber wo soll ich mich... Das war doch nicht so gut, hier hochzugehen, ne? Wo sind die denn? Hier oben oder da unten irgendwo? Ich geh mal lieber oben lang, ne? Runter kommt man immer. Genau sind die? Ach, die sind jetzt doch schon direkt davor? Ich dachte, die warten auf mich.
So, hier ist noch ein Erzader. Wieder Grundum wahrscheinlich. Jupp. Befreie die Gefangenen. Ihr seid lustig, wie soll ich das jetzt machen? Vor allem, wo sind meine Leute? Da draußen. Ich versuche mich irgendwie reinzuschleichen, ne? Ich schätze mal, dass das vielleicht irgendwie Sinn der Sache ist, aber... Hier ist schon mal nix. Ist hier irgendwo ein Eingang oder so? Sieht nicht so aus, ne? Achso, die schießen aber nicht auf mich, alles klar. Ach, guck mal hier. Das könnte doch was sein, ne? Kerker, ja, ja, klar. Kerker direkt von außen zugänglich, das ist doch super. Ich höre Leute, aber ich weiß nicht genau wo. Ich schätze mal dahinter, aber ich lasse da mal die Tür zu, weil ich muss ja hier oben lang. Nicht, dass irgendjemand auf mich aufmerksam wird, der gar nicht auf mich aufmerksam werden müsste. Hier ist scheinbar niemand. Stehen zwar Stiefel, sie sind alle ohne Stiefel los. Ohne Stiefel in den Kampf. Anfänger. Säge, eine Säge brauche ich jetzt nicht, danke. Hier ist generell nichts, was ich brauche. Wo komme ich denn hier hin? Befreie die Gefangenen. Okay, das ist da unten. Das heißt, ich muss dann doch irgendwie hier unten durch die Tür. Da oben ist nämlich, erobere die Festung. Das heißt, die Gefangenen werden wahrscheinlich irgendwo hier sein. Irgendwo hier unten noch. Frage ist nur, ob hier noch Wachen sind. Hey, ich komm doch. Ach, das sind die ganze Zeit die gewesen, die hier. Geredet haben, okay. Keine Wachen? Ja, ja, ich komm doch. Ruhe leer, ja, geil. Warte mal, da liegt ein Schlüssel, ne? Ne, das ist ein Dolch. Mist. Ah, hier liegt ein Schlüssel. Zeigen wir es diesen Dreckskerlen. Jawohl. Zu guter Letzt, nichts wie weg hier. Gut. Diese kaiserliche Rüstung ist verdammt schwer. Wo haben sie denn die Rüstung jetzt her? Ich dachte schon, ich werde hier drin versauern. Also, auch aus der leeren Truhe. Alles klar. Haltet die Augen offen.
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es weiteren Ärger gibt. Wie lautet der Plan? Ja. Angriff. Oh, Himmelsrand? Wahrscheinlich innen. Zum Ruhm des Kaiserreiches. Ich werde ich sehe halt überhaupt nicht. Ne? Alter! Was zur Hölle? Okay, warte mal. Wo sind denn meine ganzen Mitstreiter hin? Ich nehme mal hier, wie hieß das? Wie hieß das denn? Sturmruf. Sturmruf. Schön, dass die alle jetzt einen eigenen Marker haben. Das finde ich gut. Oh, hat war. Tut mir leid, ihr werdet ja auch angegriffen, ne? Tut das nicht weh? Doch ihre Namen werden nicht vergessen. Ja, ihre Namen werden nicht vergessen. Ich bin froh, dass ihr da wart. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Alter. Ich hab gedacht, es wird. Ich hab gedacht, ich wäre der Einzige noch. Hab nicht gesehen, dass der Typ hier noch. Hat war. Naja, gut. Wir haben es ja geschafft. Und er hat überlebt. Ich glaube, er kann auch nicht sterben. Das war sein Glück. Aber die anderen, warum waren denn die anderen so schnell tot, meine Kameraden? Was war denn da? Was war denn da los? Was war denn das? Ja, gut. Festung Castorf. Sollen wir mal reingucken? Komm, wir gucken nochmal rein. Ich hätte vielleicht nochmal speichern sollen, nicht, dass hier drin noch Sturmmittel. Haben die eigentlich was dabei? Was habe ich denn jetzt mitgenommen? Was habe ich denn jetzt mitgenommen? Jagdbogen. Und Stahlpfeil, wo habe ich die denn her? Eieieiei. Gut. Hier geht's wieder nach Himmelsrand, nehme ich an. Jupp. Das war wahrscheinlich alles, oder? Hier unten ist noch mal ein bisschen... Boah, da habe ich keinen Bock, das alles durchzusuchen wegen drei Kartoffeln. Nee. Komm. Dann auf nach... wo muss man hin? Einsamkeit, ne? Auf nach Einsamkeit. Wie? Questreihe mit der Militär ist nicht so... abwechslungsreich, sag ich mal. Aber es muss ja gemacht werden. Irgendjemand muss ja. Warte mal, ganz kurz, apropos, Zutaten. Ja, okay, Zutaten habe ich echt nicht viele.
Das Beschienen gefällt mir. Es ist schwierig und manchmal eintönig, aber ein guter Pfeil trifft als hin. Gut. General Tullius, ich komme zurück mit guten Nachrichten. Oder halb guten Nachrichten. Da wir Winterfeste eingenommen haben, kann ich dort einige Truppen stationieren, bis ich bereit bin, gen Windhelm zu marschieren. Ich verlasse mich mittlerweile sehr auf euch. Da ist es nur logisch, dass ihr in die höheren Offiziersränge aufsteigt. Hiermit befördere ich euch zum Legat. Ich bin jetzt auch Legat. Im Namen des Kaiserreichs und in meinem eigenen Namen, bitte nehmt dieses Geschenk und euren neuen Rang an. Meinen Glückwunsch. Stahlrüstung. Wie laut mein neuer Befehl, Sir? Beeilt euch und reist schnell zu unserem Militärlager, das in Reach versteckt liegt. Ulfric hat sich an diesen Silberminen viel zu lange erfreut. Alles klar. Und Soldat, ihr helft mir besser, Markart zurückzuerobern, um jeden Preis. Und wenn es euer Leben kostet, es war ja euer genialer Plan, es den Rebellen zu überlassen. Halt die Klappe, ey. Jawohl, Sir, meine ich natürlich. Für das Kaiserreich. Für das Kaiserreich. Für das Kaiserreich. Was wollt ihr, Spitzohr? Erobere Reach zurück. Alles klar. Machen wir noch. Ah, ne, warte mal. Was hab ich jetzt hier bekommen von ihm? Stahlrüstung. Mega. Danke nochmal, dass ihr geholfen habt, die Ostkaiserliche Handelsgesellschaft wieder zu eröffnen. Mega Geschenk. Echt super. Super geil. Das werde ich für immer. Für immer werde ich das in Ehren halten. Nie werde ich diese Stahlrüstung vergessen. Niemals. Ring des Wiedererwachens. Magiker regeneriert sich 80% schneller. Brauche ich aber eigentlich auch nicht. Goldene Halskette wollte ich wahrscheinlich verzaubern. Heilige Unter Ehe. Gut, das muss ich behalten. Bebänderte Eisenschild. Komm, hier kannst du auch haben. Weiß ich gar nicht, wo ich das her habe. Die wollte ich mitnehmen und das wollte ich mitnehmen. Die Goldene Halskette wahrscheinlich verzaubern. Und Ring des Wiedererwachens. Komm, ich verkaufe den jetzt. Komm. Waffen kann ich auch mal gucken. Dädrisches Schwert, das Inferno. Steckt das Ziel für 45 Schadenspunkte in Brand. Ich lasse es. Ich behalte es mal. Stab des Kettenblitzes. Verkaufe ich. So, und dann kann ich die Halskette noch schnell... Was machen die denn da? Ach, was regnet? Stellen die sich unter, als regnet? Stellt ihr euch unter, als regnet? Entschuldigung, ich will nicht reden. Na gut, wenn ihr nichts über den Drachen hören wollt. Drache? Ich war in Helgen, als der Drache angegriffen hat. Echt? War er groß? Hat er Feuer gespuckt? Ja, ja. Und nochmals ja. Du meine Güte, ja! Ich wusste es. Ich wusste, dass es sie wirklich gibt. Das muss ich Papa erzählen. Tja, Kinder aufmuntern ist mein Hobby. So, wenn wir eh da sind, können wir auch gerade die ganzen Zutaten ablegen. Jaspertrauben brauche ich auch noch, ne? Jaspertrauben brauche ich noch. Ich auch noch nicht, wo ich die herkriege. Und hier die Bekleidung. Die goldene Halskette kommt hier rein. Mal ganz kurz durchgucken. Ich schätze mal, hier ist jetzt nichts. Bücher. Das müssen wir auch noch. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Kann ich die eigentlich mittlerweile ablegen? Nee, kann ich immer noch nicht. Ist immer noch ein Questobjekt. Und Schlüssel. Und gut, die ganzen Sachen hier. Die ganzen... Steine müsste ich eigentlich mal nach Weißlauf bringen, aber die wiegen ja auch nicht so viel. Die schleppe ich mal mit mir rum. Wollte ich jetzt eigentlich noch schmieden? Ja, Gold müsste ich noch sammeln. Ne? Gold und Silber. So, wo muss ich denn hin? Hier oben. Erobere Reach zurück. Das heißt, Reach wird wieder mir gehören. Ja, dann lass uns doch mal... Wo gehen wir denn? Wie kommen wir denn am besten hin? Von hier aus, oder? Dann so die Richtung oder von hier aus. Na, es kann sein, dass hier zu viele Berge sind. Ich will mal nach hier, nach Kadvasten reisen. Und es ist 2 Uhr morgens.
Gibt's in Kart... Nee, in Ver- Ach, Mist, Kartwasten gibt's keinen. Gibt's kein... Gasthaus. Ich mich recht erinnere, das heißt, ich würde mal... Ich würde einfach mal schlafen. Warten. Ja, bis 7 Uhr morgens reicht ja. So. Die Richtung. Komme ich hier irgendwie durch? Gut, ein offizieller Weg ist das jetzt nicht, ne? Passiert. Ein Waldelf. Blut saugen! Ja, ohne jemanden umbringen zu müssen. Exzellent. Gift der Ausdauer, Salz, Salz. Gift der Ausdauer, nö, hier ist sonst nichts, was ich brauche. Hier ist so ein Kistchen, da kommt man natürlich auch nochmal rein. Zwischenfall in Nekrom. Okay, hier komme ich nicht hoch. Ja, da komme ich auch nicht hoch. Hier komme ich auch nicht hoch. Hier komme ich aber hoch. Drachenblut, 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 Blut, Blut, Blut. So geht der Text doch, ich bin sehr sicher, dass der Text so geht. Schrein von Periite. Periite. Periite? Periite. Stehlen. Oh, das will ich nicht lesen. Das Spiel des Feilschens. Ach, schade, kenne ich schon. Cash der Reine, was macht ihr denn hier? Ah, ein Wanderer wie... Nein, vielleicht ein Pilger. Seid ihr gekommen, um mit Periite, dem verdorbenen Fürsten und Meister der Aufgaben, zu reden? Erzählt mir etwas über Periite. Er ist der Eiter in der Wunde. Ja. Oh, anständige Leute rümpfen ihre Nase. Aber es ist Eiter, der faulige Körpersäfte verzehrt. Und das Blut erneuert. Ich bete Periite an, ja. Manchmal kann die Welt nämlich nur durch eine Krankheit gesäubert werden. Hört sich sehr vernünftig an. Kann ich denn mit Periite in Verbindung treten, wenn ich wollen würde? Jeder ist dafür geschaffen, meinen Herrn anzubeten. Aber Cash mag euch. Es gibt eine Methode, mit der Periite mit denen redet, die ihn annehmen. Wenn ihr mit ihm reden möchtet, brauchen wir das Räuchermittel. Erzählt mir etwas über dieses Räuchermittel. Ja, das Räuchermittel. Danke. Besorgt mir eine Todesglockenblume, einen Silberbarren, einen makellosen Rubin. Hab ich jetzt alles zu Hause gelassen? Etwas Vampirstaub. Vampirstaub. Dann zeige ich euch alles. Ja gut, Dieses braucht etwas. Bitte was? Okay,
Ja gut, das machen wir dann jetzt mal nicht, ne? Das würde ich sagen, machen wir dann nicht. Aber gut, dann haben wir noch eine Quest gekriegt. So langsam müssen wir ja aber wirklich durch sein hier quest-wise. Silber, hat er gesagt. Na sowas. Aber zwei Barren, nee, ein Barren. Das heißt, ich brauche zwei Erz. Richtig? Richtig. Die geben immer drei, oder? Ist das unterschiedlich? Bis jetzt habe ich immer drei rausbekommen. Drei, ja. Das heißt, wir haben einen zu viel, den können wir dann irgendwie wegschmeißen oder aufheben oder keine Ahnung. Eigentlich wollte ich ja nichts mehr mit Schmieden zu tun haben, aber auf der anderen Seite, ich sammle auch wieder Granatsteine und generell Edelsteine. Dann müsste ich eigentlich auch Gold und Silber sammeln. Und theoretisch auch Eisen, also Eisenerz zumindest, weil das kann ich ja auch zu Silber und zu Gold verwandeln. Naja, okay. Wir sind jetzt hier im kaiserlichen Militärlager oder kurz davor. Und da schauen wir mal, was uns erwartet für spannende Aufgaben. Für das Kaiserreich, da hinten kämpft irgendjemand mit einem Bär. Warte, zeige euch das. Sieht man nicht, ne? Komm, ich gehe mal meinen Kameraden nochmal helfen. Bevor sie mit mir redet, vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.